Das nehme ich alles in den Urlaub mit. Das Ganze habe ich in diese drei Taschen gepackt und der Koffer ist noch halb leer, wie du siehst. Wir sind eine Familie aus 4 Personen und hatten für den 2-wöchigen Familienurlaub 2 Koffer und je einen Rucksack dabei. Ich möchte so kompakt wie möglich packen, dass ich nicht zu viele unnötige Sachen mitschleppen muss und dennoch alles dabei habe. Ich fange an, die Urlaubsliste durchzugehen. Die Liste habe ich auf meinem Handy in den Notizen. Ich habe eine Sommer- und eine Winter-Checkliste für den Urlaub. Und es ist super praktisch, direkt die Liste abzuhaken, währenddessen ich parke. Ungefähr 2, 3 Wochen vor dem Urlaub fange ich an zu überlegen, was brauchen wir für diesen konkreten Urlaub. Zum Beispiel dieses Mal haben wir Schnorchelsets gebraucht, was wir normalerweise nicht brauchen. Und dann kann ich gleich zu meinem Handy greifen und direkt das eintragen. Und so kann man eigene Packliste erstellen und gleich anpassen. Über die Jahre von Familienurlauben habe ich bereits ein System entwickelt, wie ich am effektivsten für einen Familienurlaub packe. Und in meinem System dürfen diese Taschen, diese Packwürfel nie fehlen. Die sind super praktisch und ich empfehle dir auf jeden Fall, sowas auszuprobieren. Mit den Packwürfeln kann man die Kleidung sortieren. Zum Beispiel in einer Tasche packst du nur die Oberteile rein, in die andere Tasche Hose und kurze Hose. Und in die kleine Tasche packe ich überwiegend Unterwäsche, Socken und Schlafkleidung. Es gibt auch Taschen für die Schuhe und auch für die schmutzige Wäsche. Diese Taschen sind auch mit Kompressionsmöglichkeit. Das heißt, man kann die Volumen noch mehr reduzieren und wirklich solche kompakte Würfel haben. Die Packwürfel, die wir haben, die haben unterschiedliche Farben und das finde ich super praktisch. Vor allem, wenn wir als Großfamilie nur einen Koffer mitnehmen, kann jeder Familienmitglied die Taschen in eigener Farbe haben. Und wenn wir den Koffer aufmachen, weiß jeder ganz genau, wo seine Sachen liegen und kann gleich die Tasche in seine Farbe greifen und so zu seinen Sachen gelangen. Auch nutze ich gerne andere Taschen, um die Sachen im Koffer besser zu organisieren. Ich habe eine Kosmetiktasche, eine Schminktasche, eine Tasche für diverse Kabel, Medikamententasche oder Kiste und eine Schmuckreiseetui dabei. Ich nehme nicht so viel Schmuck in den Urlaub mit. Meistens ist es 1 bis 2 Schmuckstücke. Zum Transport nutze ich diese Reisebox, die ich bei der Schmuckbox dabei hatte. In diesen Urlaub nach Ägypten nehme ich die Schmuckstücke von Bruna mit. Diese Halskette mit dem Sonnenanhänger bringt mich zum Strahlen und ich finde, die passt besonders gut für den sonnigen Ägypten. Auch die Inschrift auf Latein hat eine schöne Bedeutung. Geboren unter einem glücklichen Stern. Die Sonne soll für dich nie untergehen. Wenn ich Schmuck aussuche, ist es mir wichtig, dass die Stücke aus Edelmetall sind, sonst reagiert meine Haut sehr empfindlich, insbesondere die Ohrringe. Der Schmuck von Bruna ist ausschließlich aus 18 oder 14-karätigem Gold oder aus dem 925 Sterling-Silber hergestellt. Was mir besonders bei Bruna gefällt, ist, dass das Label viel Wert auf die Nachhaltigkeit legt und 100% recyceltes Gold und Silber verwendet. Der Schmuck wird in 2 kleinen familiengeführten Manufakturen handgefertigt und hat sehr hohe Qualität. Diese Monty-Halskette ist ein klassisches Stück, was man schön zu einem Kleid, einem Hemd oder in Kombination mit dem Sonnenaufhänger tragen kann. Diese Kette habe ich sehr gerne abends getragen. Einen herzlichen Dank geht an Bruna, die das heutige Video gesponsert haben. Alle Links zu meinen Schmuckstücken findest du in der Videobeschreibung. Und da ich minimalistisch und achtsam parken möchte, überlege ich im Vorfeld, was ich mitnehmen soll, damit ich aus kleinster Anzahl an Kleidung die größte Anzahl an Outfits habe. Wenn ich mit dem Packen anfange, dann fange ich meistens mit mir selbst an. Ich stelle meine Outfits zusammen und wenn wir über den Sommerurlaub reden, dann ist es ein meistens Strandurlaub und ich unterteile meine Klamotten in 2 Kategorien.
Eine Kategorie betrifft die Sachen, die ich zum Strand tragen werde, und die andere Kategorie ist so eine Abendgarderobe. Für mich ist es A und O, für den Urlaub so eine Art Urlaubskapsel-Garderobe zusammenzustellen. Das heißt, die Kleidung, die ich mitnehme, passt wunderbar untereinander. Also ich kann mit alle Kleidung miteinander kombinieren und man muss möglichst wenig Sachen mitnehmen und gleichzeitig hat man maximale Anzahl an Outfits. Wir haben unser Outfit zusammengestellt, wir haben auch unsere Taschen vorbereitet und ich zeige dir jetzt einen Trick, eine Methode, ohne die ich mein Packen nicht mehr vorstellen möchte. Um die Kleidung kompakt zu packen, rolle ich alle Sachen in solche Röllchen. Es ist extrem platzsparend und eine effektive Methode, viele Kleidungsstücke unterzubringen. Wenn es noch platzsparender gehen soll, dann nutze ich die Kompressionsmöglichkeiten von den Taschen. Schau mal, wie viele Kleidungsstücke kann ich mit dieser Methode in diese eine Tasche unterbringen. Ich nehme für mich drei Paar Schuhe mit und ein Paar werde ich noch anhaben. Die Schuhe kommen in diese Schuhtasche aus dem Set. Die Socken kann ich in die Schuhe reinstecken, wenn ich meinen Platz nochmal optimieren möchte. Aber ich nehme nicht so viele Socken mit, weil wir sowieso in den Sommerurlaub gehen. Bei den Kindern gehe ich etwas anders vor. Da stelle ich mir keine Outfits zusammen und überlege nicht, ob die Kleidungsstücke untereinander passen. Obwohl in der Zukunft würde ich gerne so Capsule Wardrobe auch für Kinder zusammenstellen. Momentan ist es bei uns einfach Kunterbunter-Mix. Wir haben noch viele Klamotten geschenkt bekommen. Ich nehme einfach für 14 Tage würde ich einfach 10, 12 Outfits haben, ja, für jeden Tag, weil meine Kinder nicht so akkurat sind und jeden Abend haben wir Flecken drauf und ich nehme noch so eine Kernseife mit, für den Fall, dass ich mal einen Fleck wegwaschen muss. Wir haben ja keine Waschmaschine in dem Hotel und ich finde so eine Kernseife ziemlich praktisch, das nehme ich immer mit, eine Kernseife und einen Waschlappen. Manchmal braucht man einen Waschlappen, um irgendwie schnell Toilette zu desinfizieren, und empfehle ich dir auch, das mitzunehmen, wenn du in den Urlaub gehst ins Hotel. Bei den Kindern habe ich folgende Methode zum Rollen. Du legst ein T-Shirt, Shorts, Unterhose, die Socken kommen an die Seiten, dann rollst du das Ganze und kannst mit den Socken diese Rolle fixieren. So, dass du ein fertiges Outfit-Set in einer Rolle hast. Solche Rolle finde ich super praktisch, sowohl für Kinder als auch für die Eltern. Die Kinder können sich komplett selbstständig anziehen. Sie holen sich nur diese Rolle raus. Die Kinder freuen sich, meine sagten immer, ach, es ist ein Geschenk für mich. Die wollen wissen, was drin ist. Und die
ganzen Sachen sind drin, die müssen sich nicht Gedanken machen, habe ich jetzt Socken dabei, habe ich Unterhose dabei, also meine Kinder vergessen manchmal Unterhose anzuziehen, aber wenn du so eine Rolle zusammengestellt hast, haben sie alles parat und müssen sich nur anziehen, das fördert ihre Selbstständigkeit und das gibt dir auch freien Raum im Urlaub. Natürlich habe ich die Sachen auch einfach gerollt, da wir ja nicht so viele Socken in Ägypten brauchen werden. Die Kleidung kann man auf diese Art und Weise sehr effektiv und platzsparend falten. Für die Kosmetik habe ich zwei Taschen. In einer sind die Hygieneartikel wie Zahnbürste, Zahnpasta, Feuchtigkeitscreme, Kontaktlinsenflüssigkeit und solche Sachen, die halt für Hygiene bestimmt sind. Ich nutze immer die kleinsten Packgrößen, die ich je finden kann. Und wenn ich keine kleine Größe gefunden habe, dann kann ich das umfüllen in solche Container, was auch super praktisch ist. Und in dieser Tasche, durchsichtiger Tasche, kann ich das gleich im Flughafen rausholen. Die ganzen Flüssigkeiten sind drin. Und ich brauche mir keine Sorgen zu machen und oder die Sachen dann irgendwie zusammensuchen. Ich nehme auch das Minimum an Make-up mit. Ein paar Pinseln, Bronzer, Rouge, Lidschatten, ein paar Stifte für Lippen und Augen. Die Tasche ist eigentlich zur Hälfte leer und ich kann sie auch kompakt zusammenlegen. Ich nehme natürlich auch Medikamente mit. Etwas gegen Bauchschmerzen, Kohlentablette, Ibuprofen, für Kinder etwas gegen Bauch, Brand- und Wundschutzsalbe. Natürlich auch nehmen wir Moskitoschutz mit, das habe ich gerade nicht gefilmt, aber das haben wir mitgenommen. Ibuprofen, Zäpfchen gegen Fieber, Aspirin, ein paar Bandagen und Pflaster. Für Kinder nehme ich so wenig Spielsachen wie möglich. Früher habe ich viel zu viel mitgenommen. Inzwischen haben sie selber ihre Rucksäcke mit Spielsachen gepackt, was sie mitnehmen wollten. Für die Unterhaltung für unterwegs nehme ich noch solche Maltaschen mit. Die sind super praktisch für unterwegs. Hier können die Kinder ihre Stifte mitnehmen und ich drucke verschiedene Malblätter aus. Wir nehmen noch ein paar Pixi-Bücher mit und so sind sie beschäftigt. Wir haben keine Tablets oder sonstige Unterhaltungsmöglichkeiten dabei. Allerdings muss ich sagen, dass bei diesem Flug, was fast 5,5 Stunden gedauert hat, haben wir das ehrlich gesagt vermisst. Auf dem Hinflug war dann doch den Kids etwas langweilig. Im Flieger kann man auch nicht so viel machen. Also werden wir das bei der nächsten Reise berücksichtigen. Wie ich in einen Urlaub packe, wenn wir eine Waschmaschine vor Ort haben und mit dem Auto anreisen, zeige ich dir in diesem Video. Da erfährst du auch meine Tipps und Tricks, wie ich für so einen Urlaub mich vorbereite.